Okay, dann wollen wir mal weitermachen und fragen erstmal Spezialisten, Trainer, ob es irgendwas gibt. Diese armen Kolonisten auf Eden Prime. Erst der Geth-Angriff und jetzt Cerberus. Nebenbei bemerkt, unser neues Crewmitglied braucht ja selbst keinen Translator. Aber er hat uns ein Sprachkursprogramm für Proteanisch gegeben. Das ist doch praktisch. Es war offensichtlich für Diener-Spezies gedacht, die ins Reich eingegliedert wurden. Eine charmante Kultur. Total charmant. Commander? Gut. Ich mag sie, muss ich sagen. Sie ist sympathisch. So, checken wir mal kurz unsere Mails aus. Nichts Neues, wie sie aussieht. Na gut. Dann machen wir uns auf in den Weltraum und werden mal schauen. Also, wie gesagt, jetzt erstmal der Proteaner-Primarch. Achso, wir müssen hier rüber verlassen. Hier gibt es noch mehr. Okay, ich muss noch mal ganz kurz untersuchen. Ah, hier, da haben wir doch noch was. Ein Wrack. Wrack eines Treibstoffdepots, das von feindlichen Streitkräften zerstört wurde. Aus den Trümmern kann Treibstoff gebogen werden. 200 Einheiten Treibstoff erhalten. Bringt mir total viel, weil mein Treibstoff noch voll ist, aber was soll's. So, dann machen wir mal einen Sprung. Exodus Cluster ist noch ein ganzes Stück größer, aber das werden wir alles ein andermal mit ergründen. Wir machen uns jetzt erstmal auf in den Apienkranz. Zum Mond von Pelevan. Pelevan ist ja die Heimatwelt der Turianer. Quasi das, was für die Menschen die Erde ist. Und wir machen uns zu dessen Mond auf. Wir können uns hier Pelevan mal anschauen. Ja. Ich dachte eigentlich, aber wir können gar nicht so direkt drauf untersuchen. Naja, macht auch Sinn, weil es ist ja alles zivilisiert. Das Einzige auf diesem Planeten, das nicht aus Silber ist, sind die Turianer. Die sind nämlich eindeutig aus Stahl. Das war der Eindruck des Allianzhelden John Grissom von der turianischen Heimatwelt Pelevan, als er sie nach dem Erstkontaktkrieg zum ersten Mal sah. Die kriegerische Einstellung der Turianer durchzieht jeden Aspekt der Gesellschaft aus Pelevan, von der Architektur über die Kunst bis hin zur Politik. Es ist keine Überraschung, dass ihre Heimatwelt bis jetzt noch nie von feindlichen Truppen erobert wurde. Den Reapern war der Ruf ihres Feindes wohl bewusst, darum griffen sie Pelevan auch mit einer gewaltigen Übermacht an und bombardierten ohne Zögern alle Städte, die Widerstand leisteten. Und sie leisteten alle Widerstand. Der Staub und Rauch der pulverisierten Städte ist mittlerweile auf einem Großteil des Planeten ein Gesundheitsrisiko. Die Wasser- und Energiereserven sind nahezu verbraucht, aber der Kampf hier war auch für die Reaper mit hohen Verlusten verbunden. Allianzhinweis für Reisende, das schwache Magnetfeld von Pelevan bedeutet eine höhere Solarstrahlung als auf anderen bewohnbaren Planeten. Menschenbesuchern wird für den Besuch zu Umweltanzügen oder anderen Strahlenschutzmaßnahmen geraten. 6,1 Milliarden beträgt die Population. Das geht ja noch. Ist ja gar nicht mal so überbevölkert. So, das wollte ich euch bloß mal mit zeigen, damit wir einen kleinen Eindruck von den Turianern haben. Denn die Turianer sind ja ein sehr militärisches Volk. Anders als die Kroganer. Die Kroganer sind einfach nur stumpfe Haut drauf, sozusagen, aber die Turianer sind ja sehr gute Strategen und also generell militärisch sehr gut ausgebildet und organisiert. So, und wir machen uns zum Mond auf von Pelevan. Den größten Mond von Pelevan umgibt... Ah, es gibt noch mehr Monde, okay. Dem größten Mond von Pelevan umgibt schon seit den Anfangstagen des turianischen Raumzeitalters ein großes Geheimnis. Während der kroganischen Rebellionen erklärte die Hierarchie nahezu alle Daten über Mene und seinen Schwestermond Nanus für vertraulich, weil sie befürchtete, die Kroganer könnten die Monde als Waffe benutzen und sie auf die Oberfläche von Pelevan stürzen lassen. Einige Informationen wurden aber dennoch bekannt. Es gibt Bilder von turianischen Basen, auf denen Personen ohne Umweltanzüge herumgehen, was auf eine umfassende Infrastruktur hindeutet, wahrscheinlich ein Netzwerk unterirdischer Tunnel mit Masseneffektfeldgeneratoren, die auf breiten Streifen der Oberfläche für Wärme und Atmosphäre sorgen. Den Plänen der Reaper, diese Basen zu bombardieren, begegneten die turianische Flotte und die Raumschiffabwehr des Mondes mit erbittertem Widerstand. Der vermeintlich leichte Sieg fand nicht statt und die Reaper setzten daraufhin zahlreiche Bodentruppen ab, um die Basen nacheinander zu erobern. Die Turianer sind zwar die überlegene Streitmacht, aber die Reaper haben die Geduld, sie langsam in die Knie zu zwingen. Mit jeder von Reapern besetzten Basis hat die turianische Flotte eine Anlaufstelle weniger, um Reparaturen durchzuführen oder Treibstoff aufzunehmen. Entfernung zur Sonne geheim, Umlaufzeit im Kreis Pelevan alle 33 Tage, Radius geheim, Tagesdauer geheim, alles geheim. Gut, dann lass mal loslegen. Die Turianer leisten erbittert Widerstand und erzwingen Verluste, aber wieso können wir Jarek nicht mitnehmen? Das ist aber schade. Naja, liegt wahrscheinlich daran, dass das noch die erste Mission ist, seit wir überhaupt jetzt im freien Weltraum sind sozusagen. Ich denke mal, dann später wird sich das schon ergeben.
Wahrscheinlich müssen wir an der Stelle Lyra und James mitnehmen, weil das eigentlich die einzigen wären, die wir jetzt momentan hätten. Na gut, dann nehmen wir die eben auch wieder mit. Schade, schade. Ich hätte gern Javik mitgenommen. Javik, nicht Javik. Los geht's. So, mal schauen, ob wir ein paar Punkte vergeben können. Ich glaube, ich lege mal die... Nee, die Schwerpistole nicht. Ich glaube, ich lege das Sturmgewehr mal wieder ab. Es sei denn, das Partikelgewehr... Oh. Aber das Gewicht ist sau hoch, ne? Das ist schade. Nee, schaut mal, wie das Aufladetempo runterdrückt. Nee, schade, schade, schade. Aber das ist mir einfach zu hoch. Dann gehe ich mal so, weil die Maschinenpistole eigentlich... Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Wenn das Aufladetempo noch ein kleines bisschen höher ist. Wer weiß, das könnte ganz gut funktionieren. Hier auf jeden Fall. Du brauchst kein Aufladetempo eigentlich. Kein besonders hohes. Deswegen kriegst du auf jeden Fall mal das Partikelgewehr reingeklatscht. Gut, Katana, da hast du nichts anderes. Lyra, du nimmst eine schwere Pistole. Die ist vom Gewicht her relativ niedrig. Okay, das ist in Ordnung. Auch die Shuriken können wir da nicht... Natürlich können wir da auch bei ihr die Ultraleichtmaterialien reinlegen. Gut, denn auch bei Lyra ist es ja wichtig, dass sie ein bisschen Modifikationen hat, dass es leicht ist. Wobei ich weiß gar nicht, ob das bei denen auch so sehr ins Gewicht fällt oder ob das nur bei mir ist. Weil bei Lyra steht es nicht da, wie hoch das Aufladetempo der Kräfte ist. Na gut. Machen wir uns mal auf den Weg. Wir können noch ein paar Punkte vergeben. Ich gehe auf die Angriffsmeisterschaft, glaube ich, erstmal. So, was haben wir denn da? Waffenschadenbonus, Kraftschadenbonus. Oder Reputationsbonus. Oh, das ist jetzt aber gemein. Ja, Waffenschaden benutze ich ja nicht so oft eigentlich, ne? Na komm, dann gehen wir mal hier auf den... Achso, ich muss ja erstmal hier vorne machen. Haha, das war ja auch lustig. Ich habe die Stufe 3 ja noch gar nicht gelernt, Mensch. Okay, schauen wir mal kurz hier. Die Singularität, wollen wir die jetzt erweitern? Ne, ich mache erstmal die Stase weiter. Dauer erhöhen oder den Schaden erhöhen, bevor die Stase aufgehoben wird. Ich erhöhe mal die Dauer. Weil die Stase eigentlich eher wichtig ist, um wirklich die Gegner auf Dauer mal festzusetzen und nicht um Schaden zu verursachen. So, mit 3 Punkten, da spare ich mir das noch ein bisschen, um dann hier auf die, die ich schon ein bisschen weiter ausgebaut habe, zu gehen. Gut, los geht's. Sieht aus wie bei Star Wars hier. Klingt auch so. Oh nein, nein, das ist Palavin. Wir haben dort einen alten Freund. Verdammte Scheiße. Sie werden ausgelöscht. Das stärkste Militär der Galaxie und die Reaper äschern es einfach ein. War das auf der Erde auch so? Ja. Shepard, es tut mir so leid. Ja. Commander, die LZ wird überrannt. James. Öffnen Sie die Luke. Tja, dann können wir uns wohl nicht lange in der LZ aufhalten. Oder wir räumen sie, das ist natürlich auch eine Idee. Tja, das Räumen wird jetzt ein bisschen schwierig, weil ich nicht hinspringen kann, ne? So, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, da hat man es jetzt als Frontkämpfer vielleicht... Okay. Jetzt haben wir es dann doch ein bisschen einfacher. Lass mich mal hinhüpfen. So, jetzt geht also der Kampf gegen Husks los. Na gut. Bam. Oh, gleich den dahinter noch mit erwischt. Okay. Warum nicht? Ich glaube, ich bin gerade durch den Felsen durchgesprungen. Hallo. Weg mit dir. Und auch du kannst gleich wieder runter.
So, hier drüben ist nichts weiter, ne? Nee. Achso, von da sind wir gekommen, glaube ich, ne? So, ach, hier steht ja schon ein Turianer mit rum. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Okay, mit dem können wir aber auch überhaupt nichts machen. Gut, dann machen wir uns einfach mal direkt zu den Barrikaden auf, zum Befehlsstand. Nicht schießen, Verbündete! Gut, dass sie das gleich erkennen. Kommandierenden Offizier finden. Alles klar. So, mit denen können wir nicht reden. Wo haben wir denn hier den Kommandeur? Wir können wirklich Luftunterstützung gebrauchen, General. General? General klingt, Bewaffnung müssen wir eigentlich nicht ändern. General klingt nach Befehlshaber. Ich sollte mich zumindest wundern, wenn ein Rang höherer als ein General hier ist. Lagebericht. Die Kenntnis des Terrains ist unser einziger Vorteil, aber der hält nicht ewig, wenn sie weiterhin ihre Truppen auf uns hetzen. Wir halten dieses Gebiet so lange wie möglich. Ich verlinke meinen Transponder mit dem Vitalsignalüberwachungssystem in den Anzügen der Einheit. Wenn er ausgeht, schicken sie so schnell wie möglich eine andere Einheit hierher. Okay. So, da haben wir doch unseren Befehlshaber. Bringen Sie Ihre Männer auf die Nordbarrikade. Ja, Sir. Sergeant Bartels, bringen Sie irgendwie den Kommunikationsturm zum Laufen. Sir. General? Commander Shepard, hörte schon, dass Sie kommen, hab's aber nicht geglaubt. General Corinthus. Ich bin wegen Primarch Fedorian hier. Primarch Fedorian ist tot. Sein Shuttle wurde vor einer Stunde abgeschossen, als er versuchte, den Mond zu verlassen. Das kompliziert die Sache. Tja, dann müssen wir wohl erstmal herausfinden, wer denn jetzt der neue Primarch ist, wenn der alte tot ist. Wie schlimm ist es, General? Wir haben in der letzten halben Stunde etwa 400 Männer verloren. Wir haben auf diesem Mond Lager als Vorposten aufgeschlagen, um dem Feind in die Flanke zu fallen. Eine einwandfreie Strategie, nur leider... Irrelevant. Ja, genau. Die pure Stärke der Reaper macht sie anscheinend immun gegen solche Taktiken. Der Primarch und seine Männer mussten das auf die harte Tour erfahren. Tut mir leid, ich habe gehört, er war ein guter Mann. Und ein Freund. Er hätte einen ausgezeichneten Diplomaten abgegeben. Und wie geht's weiter? Die turianische Hierarchie hat ganz klare Regeln für die Nachfolge. Natürlich, General Corinthus. Bei derart schweren Verlusten kann ich nicht mit Sicherheit sagen, wer der nächste Primarch sein wird. Aber das Pelavin-Oberkommando weiß es bestimmt. Allerdings kann ich es im Moment nicht kontaktieren. Der Kommunikationsturm ist ausgefallen. Asks durchschwärmen das Gebiet. Wir kommen nicht nah genug ran, um ihn zu reparieren. Keine Sorge, General. Ich kriege Ihren Turm wieder zum Laufen. Danke, Commander. Ich kümmere mich hier um alles Weitere. Also gut, dann los. Wir sind der Techniker vom Dienst. Los geht's. So, ich Muni brauchen wir nicht. Kommunikationsturm. Links von der Hauptbarrikade. Vor Palavin. Okay. Na dann vorwärts. Geht gleich los. Ich will noch mal ganz kurz... Ach nee, wir rennen gerade zurück. Kann das sein? Nee. Das sieht alles gleich aus. Naja, was soll's. Ja, ich würde gern rauf, aber geht nicht. Oder muss ich einen anderen Weg nehmen? Die Leiter sieht doch so aus, als ob ich da hoch muss, oder? Naja, wir rüsten uns erstmal aus, kurz. Von Commander Hexner, betreff Nachschub. Wir haben uns Wintersachen geschickt. Sie haben uns Wintersachen geschickt. Ich weiß zwar nicht, was Sie dachten, was wir damit hier wohl anfangen sollten, aber ich nehme an... Wir sollten trotzdem dankbar sein. Die Energiequellen können so umfunktioniert werden, dass sie die Filtereinheiten unserer Kampfausrüstung betreiben. Auch ganz schön, wenn die nicht so schnell verstopfen. So, Hanekener Beinschienen, wunderbar. Okay, jetzt muss ich bloß noch rausfinden, wo wir hier genau lang müssen. Warte mal, wo müssen wir... Da drüben ist der Turm, okay. Also hier lang. Ah, deshalb habe ich keinen Weg gesehen, weil er noch nicht offen war. Na dann los. Kommen wir hier... Ah, wir müssen bestimmt hier hoch, oder? Ja, ja. Passt bei dem Turm, haben uns überwältigt. Viel Glück. Oh, juhu. Die Reaper sind auch ganz in der Nähe, das ist ja ein Traum.
Und jetzt geht's los. So, meine Freunde. Und aufs Maul. So, haben wir hier schon was zum Aktivieren? Nein. Oh. Gar nicht gesehen, dass da noch einer war. Gut, die Kleinen sind jetzt natürlich keine Probleme. Gerade als Frontkämpfer, viele kleine Gegner, kein Problem. Okay, muss ich nicht hoch? Wo ist denn... Doch, wir müssen hier ran. Okay. Aber es geht nicht. Warum nicht? Hallo? Muss ich vielleicht noch mehr töten? Was war das denn? Das hat mich verwirrt. Aber jetzt können wir es aktivieren. Okay, wir mussten bloß noch den letzten Husk da irgendwie wegräumen, wo auch immer der vorher war. Keine Ahnung. Wir können sie von diesem Steuerpult aus nicht reparieren. Okay, Liara oder James. Wen lassen wir reparieren? Ich glaube, ich nehme... Nehmen wir mal James. James, Sie reparieren den Turm. Wird gemacht. Kann zwar eine Weile dauern, aber ich gebe mein Bestes. Gut. Da kommen Sie. Bereit, Liara? Verteidigen wir mit Liara zusammen hier den Turm. Oh, hallo. Okay. Das einzige Problem als Frontkämpfer ist, dass man ab und zu mal leichte Orientierungsschwierigkeiten hat, wenn man den Frontalangriff benutzt. Aber es geht eigentlich. Ne, meine Kleinen? So, nix da. Hier wird nicht gefingert. Das ging aber ziemlich schnell. So, haben wir noch ein paar? Natürlich. So, ich leg mal ein paar Meter hier gleich mit dem Frontangriff zurück. So, wartet, ich komme zu euch. Lasst die ruhig ein Stück rankommen. Oh! General, hören Sie mich? Der Kommunikationsturm ist jetzt einsatzfähig. Ausgezeichnete Neuigkeit. Besten Dank, Commander. Ich kontaktiere das Pelleran-Oberkommando und finde heraus, wer der Nächste ist. Und ob er überhaupt noch lebt. Gut, ich nehme an, wir sollen dann... Wenn Sie was haben. Ich helfe Ihren Männern, bis ich was von Ihnen höre. Okay, ich dachte, wir sollen zurückkehren, aber dann vielleicht doch noch nicht. Was denn hier los? Mensch, hier stehen sie ja schon Schlange. Okay, haben wir noch ein paar... Müsste die denn immer direkt auf mir landen lassen? Da geht jetzt mal mein Schild kaputt dabei. Einfach nur durch den Aufprall. Okay. Ist jetzt natürlich nicht allzu herausfordernd. Ich nehme an... Ah. Ich höre. Ich habe Informationen vom Pelleran-Oberkommando. Kehren Sie bitte sofort zurück. Machen wir. Sind unterwegs. War jetzt halt reines Zeitschinden. Gut, wir sind ja gleich um die Ecke. Das geht ja ziemlich schnell. Da bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt ansteht. Oh, hier haben wir ja noch mehr liegen. Mal kurz bei James schauen. Der kann doch... Hier unten. Vielleicht ist das eine bessere Waffe? Schaden ist geringer, das ist eigentlich nicht so cool, ne? Ich meine, Gewicht ist bei ihm ja irrelevant eigentlich. Ne, dann bleibe ich mal beim Katana. Gut. Das sammeln wir noch mit ein. Sturmgewehr-Durchschlagsmod, okay. Können wir dann beim nächsten Mal mit anlegen bei James. So, wo haben wir denn unseren Freund? Hier drüben. So, General, dann erzähl mal. Was haben Sie? Wie Ihre Begleitung schon sagte, ist die Nachfolge eigentlich ganz einfach. Aber im Moment herrscht Chaos in der Hierarchie. Viele sind tot oder werden vermisst. Ich brauche irgendjemanden, der mir die turianischen Ressourcen zur Verfügung stellen kann. Ich arbeite daran, Shepard. Wir werden den Primarchen für Sie finden. Garrus! Vakarian, ist er wieder. Sir. Ich habe Sie nicht eintreffen sehen. Rühren, General. Unser alter Freund. Freut mich, Sie wiederzusehen. Ich dachte, Sie wären auf Pelleran. Wenn wir diesen Mond verlieren, ist auch Pelleran verloren. Ich bin so etwas wie unser größter Experte, was Reaper angeht, und deshalb als Berater tätig. James, das ist Garrus Vakarian. Er hat mir geholfen, die Kollektoren aufzuhalten. Er ist ein verdammt guter Soldat. Lieutenant, schön, Sie zu sehen, Liara. Schön, dass Sie in einem Stück sind. General Corinthus hat mich informiert. Wir wissen, wen wir suchen.
Das Pelavan-Oberkommando sagt, dass der nächste Primarch General Adrian Victus ist. Victus? Den Namen hatte ich schon mal vorliegen. Kennen Sie ihn? Ich habe heute Morgen an seiner Seite gekämpft. Schon ewig beim Militär. Ergebnisorientiert, beliebt bei den Truppen. Beim Oberkommando weniger. Er hat den Ruf, vorgegebene Strategien sehr großzügig auszulegen. Wie meinen Sie das? Sein Trupp hat während der Aufstände auf Tatris zur selben Zeit wie die turianischen Separatisten einen salarianischen Spionagering entdeckt. Statt den Ring zu neutralisieren, hat er sich zurückgezogen und wertvolle Befestigungsanlagen aufgegeben, die von Rebellen erobert wurden. Dann haben die Rebellen die Salarianer angegriffen und als beide Seiten sich gegenseitig fast aufgerieben hatten, rückte Victus vor und verlor keinen einzigen Mann. Eine mutige Strategie, aber unkonventionelles Verhalten bringt einen in der Hierarchie nicht nach oben. Primarch Victus, das dürfte interessant werden. Kann er der Aufgabe gerecht werden? Wir wissen beide, dass man mit konventioneller Strategie gegen die Reaper untergeht. Er könnte im Moment genau der Richtige sein und ich vertraue ihm. Okay, bringen wir ihn ins Shuttle und dann weg von hier. Commander! Shepard, bitte kommen! Kann das nicht warten, Joker, wir sind hier mitten in einem Kriegsgebiet. Wir haben ein Problem auf der Normandy, Commander. Sieht aus, als wäre sie besessen. Schaltet Systeme ab, fährt Waffen hoch. Ich finde die Ursache nicht. Ich brauche die Normandy auf Abruf. Kann sein, dass wir schnell weg müssen. Soll ich zurück und mir die Sache mal ansehen? Dann los. Garrus, Sie waren doch heute Morgen mit Victus zusammen. Ja, aber wir wurden getrennt. Er wollte eine gefährdete Flanke unterstützen. Er könnte überall da draußen sein. Wir versuchen gerade mit ihm Kontakt aufzunehmen. Heuschrecke nähert sich mit Zielflugfeld. Oh, das ist ja traumhaft. General, sagen Sie Primarch Victus, wir treffen uns hier. Und bis dahin kümmern wir uns um alles, was das Ding abgeworfen hat. Kommen Sie, Garrus? Ist das ein Witz? Bin direkt hinter Ihnen.